Ja, herzlich willkommen. Ich bin Tobias von Yoga Privé und freue mich, dass du Interesse hast und mit mir durch diese Yoga-Klasse hindurchgehst. Sei willkommen. Namaste. Ein großes Ziel dieser heutigen Yoga-Klasse ist es, verschiedene Polaritäten miteinander in Balance zu bringen. Also beispielsweise Anspannung und Entspannung auszutarieren, Bewegung und Ruhe zu vereinen, aber auch so das Verhältnis von außen und innen in eine harmonische Balance zu bringen. Denn wir sind ja beispielsweise oft im Alltag oder fast immer nur nach außen orientiert mit den Sinnen. Ja, wir hören, wir sehen, wir riechen, wir fühlen nach außen. Um da die Dinge in der Welt wahrzunehmen und auf die Eindrücke der Welt zu reagieren, das ist ja auch wichtig, vergessen dabei aber oft oder haben eigentlich keine Zeit oder kaum Zeit, auch mal die innere Welt wahrzunehmen. Da gibt es ja auch Eindrücke, Erfahrungen, eine innere Welt mit all ihrer Komplexität, die oft im Alltag so nach hinten runterfällt, weil wir einfach nur den Fokus nach außen legen oder legen müssen. Und Yoga ist eine schöne Einladung, wieder die Sinne zurückzuziehen, nach innen bei dir anzukommen, zu spüren und zu erleben. Und hier in diesem Erleben wirst du, wie gesagt, eine Balance finden zwischen aktiven und ruhigen Momenten, zwischen herausfordernden und entspannten Augenblicken. Und körperlich werden wir das mit einer Reihe von Balancehaltungen machen, also beispielsweise der dritte Held oder auch im Stehen eine Drehung einbauen, um hier Ruhe und Lebendigkeit zu vereinen, denn beides gehört zur Balance dazu. Und wir werden immer wieder auch schauen, wie fühle ich mich, wie geht es mir dabei, was passiert so in mir drin im Laufe dieser Yogastunde. Okay, wenn du dich hinlegst, dann gleich so, dass du die Beine ablegst. Und für die Arme Platz schaffst, du brauchst einerseits Platz zu den Seiten, andererseits Platz für die Arme nach hinten. Lass am liebsten gleich die Arme hinten und schieb jetzt die Fersen von dir weg, also auf der Yogamatte die Fersen wegschieben. Dann verschränk deine Finger, dreh die Handinnenflächen nach hinten und jetzt stell dir vor, dass du dich aus der Mitte deines Körpers in die Länge ziehst. Atme dafür ein, zieh dich auseinander, schieb die Fersen weg, zieh die Handflächen nach hinten. Und dann atme wieder aus, entspann dich in diese Größe. Und mach das noch 4, 5 Atemzyklen, also je ein- und ausatmen. Gut, bekomm eine schöne Erfahrung von Größe und Länge. Und fühl das auch. Ja, fühl, wo sich Strukturen deines Körpers strecken dürfen. Und wo auch Raum für die Entspannung zwischendurch entsteht. Wie groß kannst du hier werden? Mach das nochmal, nochmal ganz bewusst ausstrecken, lang werden, halte kurz diese Länge, halte die Atemfülle an und dann atme in Ruhe wieder aus, entspann dich in diese Größe. Sehr schön, dann stell den linken Fuß auf, greif jetzt mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk, ziehe hier behutsam nach hinten, sodass dein rechter Arm lang wird. Dabei streckt sich auch die rechte Achsel, die rechte Flanke. Dann schieb mal die rechte Ferse wieder am Boden von dir weg. Mach die rechte Seite ganz lang dadurch. Atme hier in die rechte Seite, in die rechte Flanke ein. Zieh dich nochmal auseinander und entspann dich wieder am Ausatmen. Nochmal einatmen, zieh dich lang, wachs förmlich über dich hinaus. Ausatmen, entspann dich wieder in die Größe. Und noch ein letztes Mal. Atme ein, zieh dich ein bisschen länger, noch ein bisschen länger, noch ein bisschen länger. Und atme aus, lass wieder los. Und dann wechsel die Seite, stell den rechten Fuß auf, leg das linke Bein ab, schieb die linke Ferse von dir weg am Boden, greif dein linkes Handgelenk, zieh es hier sanft nach hinten, spür, wie die linke Flanke sich auch noch streckt, schieb nochmal die linke Ferse weit weg, atme die linke Seite ein, streck dich ein bisschen weiter dadurch und entspann dich wieder im Ausatmen. Nochmal, atme ein, zieh dich auseinander, werde ganz lang und groß und groß. Und dann atme aus, entspann nochmal. Letzte Runde, atme ein, zieh dich weiter, 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 noch mehr strecken, noch mehr dehnen, über dich hinausstrecken. Und ausatmen, wieder loslassen, entspannen wieder. Dann stell auch den linken Fuß am Boden auf. Bring die Arme für einen Moment nach oben zum Himmel. Schüttel die Arme locker aus. Und ja, bewege mal die Finger ganz locker durch. Und dann kreist die Handgelenke. Schöne weiche Kreise hier machen. Kreis auch andersherum. Und dann leg die Arme wieder zurück zur Yogamatte.
und zieh dein rechtes Knie zu dir ran, schieb die rechte Ferse nach oben, schüttel das Bein locker aus und dann beginn den Fuß zu kreisen. Mal schöne weiche Bewegungen mit dem Fußgelenk. Dann kreis in die andere Richtung. Okay, jetzt streck den Fuß lang, dann zeigen die Zehenspitzen nach oben zur Decke. Dann winkel den Fuß an, zieh die Zehenspitzen sanft nach unten, schieb die Ferse nach oben zur Decke und mach das abwechselnd. Und spür auch, was du machst. Also gleite nicht schon wieder mit dem Geist irgendwo hin, in die Gedankenwelt, sondern bleib immer wieder präsent. Öffne so eine innere Präsenz zu dir selbst und spür die Muskulatur im Bein, die du hier bearbeitest. Also wenn du den Fuß streckst, dann die Schienbeinmuskulatur. Wenn du den Fuß anwinkelst, dehnt sich die Wade. Lass den Fuß angewinkelt. Schieb die Wade, schieb die Ferse ein bisschen höher, höher, höher. Okay, dann nochmal das Bein locker ausschütteln. Jetzt greif dir mit beiden Händen die Oberschenkelrückseite und schieb wieder die rechte Ferse nach oben, sodass am Ende dein Bein ein bisschen länger sich streckt in der Rückseite. Ja, Fuß, Vorderfuß ziehst du heran, Ferse schiebst du nach oben. Wenn du die Dehnung gut hier halten kannst, also wenn es nicht zu intensiv ist, dann schieb den Oberschenkelknochen ein Stück weiter gegen die Hände und die Ferse höher. Wenn es sehr intensiv in der Kniekehle beispielsweise dehnt, das sind ganz viele Sehnen, die sich hier vereinen oder die sich treffen. Wenn das sehr stark in der Kniekehle spannt, dann beugt das Knie zwischendurch an. Und dann lass dein Becken nach unten zurücksinken zum Boden. Du kannst auch im Lauf der Dehnung höher wandern Richtung Wade. Dadurch streckt sich automatisch das Knie ein wenig mehr. Oder manche können sogar mit den großen Zeh umklammern mit den Händen. Wenn du das machst, dann schieb nochmal die Ferse hoch und beginn dein Bein ein bisschen mehr zu strecken. Atme in Ruhe. Lass auch die Atmung gleichmäßiger werden. Eine gute Balance zwischen Einatmen und Ausatemzug. Wenn du mehr Dehnung möchtest, dann schieb die linke Ferse am Boden weg. Und nochmal 3, 4 Atemzyklen hier verweilen. In die Dehnung eintauchen. Und dann löse am Ende wieder auf. Stell beide Füße am Boden ab. Und bevor du das Bein ausschüttelst, bitte dich mal wirklich zu spüren, wie sich das rechte Bein jetzt anfühlt. Das mit links zu vergleichen. Dann kannst du gerne die Beine mal locker ausschütteln, sodass die Muskulatur sich bewegt, die Oberschenkel mitschwingen, die Waden mitschwingen. Okay, und dann zieh dein linkes Knie zu dir ran, schieb die linke Ferse nach oben, also streck dein Bein langsam nach oben aus und beginn den Fuß zu kreisen. Mal dir auch schöne weiche Bewegungen. Und dann kreis mit dem Fuß andersherum. Und dann bleib immer wieder bei den Dingen, die du machst. Also immer bei dir selber. Und wenn du merkst, dass du zwischendurch mal dich ablenken lässt mit den Gedanken, und dann ist das gar nicht so wild, dann komm einfach wieder immer zu dir zurück. Zu dir auf die Yogamatte. Okay, dann streck mit dieser Aufmerksamkeit den Fuß, die Zehenspitzen nach oben und winkel den Fuß wieder an, schieb die Ferse nach oben. Und das hier auch ein paar Mal weiter. Gut, und durch diese Präsenz des Geistes, durch die Aufmerksamkeit, die du dir jetzt schenkst, kannst du auch spüren, was hier geschieht. Also das Bein spüren, die Beinmuskulatur spüren. Wann dehnst du bestimmte Muskeln? Wann spannst du sie an? Gut. Dann lass den Fuß beim nächsten Mal angewinkelt, schieb die Ferse nochmal nach oben und dann greif dir einmal die Oberschenkelrückseite, kannst gerne das Knie zu dir ranziehen. Wenn du die Oberschenkelrückseite gegriffen hast, dann schieb nochmal die Ferse nach oben. Probier dein Bein etwas mehr auszustrecken. Du kannst dir so einen kleinen Widerstand vorstellen, den du mit der Ferse nach oben drückst.
Auch hier, wenn das jetzt sehr intensiv dehnt, wenn die Kniekehle, die Sehnen dort sehr fest sind, dann beugt zwischendurch das Knie mal an, sodass die Rückseite sich entspannt. Und dann kommt mit der entspannten Muskulatur wieder in die Dehnung zurück. Gut, wenn du mehr Dehnungsspielräume suchst, dann bring die Hände beispielsweise an die Wade und zieh die Wade zu dir heran. Das Bein streckt sich ein bisschen mehr. Lass dein Becken nochmal nach unten zurücksinken zum Boden. Und wenn es möglich ist, manche können das, dann kannst du auch die Fingerspitzen nutzen, um den großen Zeh zu umklammern. Dann lass in all den Varianten das Bein immer wieder ein bisschen länger werden und dein Becken über das Kreuzbein zurücksinken. Mehr Dehnung wäre noch möglich, wenn du die rechte Ferse am Boden ablegst und wegschiebst. Verweile noch 3, 4 Atemzyklen in dieser intensiven Dehnung. Und versuch gar nicht, diese Spannung des Körpers in die Atmung oder in den Geist mitzunehmen. Ja, atme wieder ruhiger, gleichmäßiger und entspann den Geist. Entspann dich von den Gedanken, von den Eindrücken. Einfach die Atmung beobachten. Gut, und dann löst wieder auf. Stell beide Füße am Boden auf und vergleiche nochmal, bevor du die Beine ausschüttelst, das linke Bein mit dem rechten. Okay, dann die Beine wieder locker ausschütteln. Bring die Muskulatur gut in Schwung. Gut, dann komm wieder an, stell die Füße nochmal gut vor dem Becken auf. Jetzt roll dein Becken einwärts, sodass der untere Rücken zum Boden kommt. Heb dann langsam dein Becken nach oben, roll den Rücken wirbelweise nach oben auf, komm in die Schulterbrücke. Du kannst hier die Arme anbeugen, dann zeigen die Fingerspitzen zur Decke. Oder du legst die Arme lang ab und verschränkst vielleicht die Finger zu einer Faust miteinander. In beiden Varianten kannst du die Schultern unter den Rücken ziehen, rechte und linke Schulter. Stütz nochmal die Füße gut unter die Knie auf, drück die Fersen nach unten. Schieb dein Steißbein nach vorn hoch Richtung Oberschenkel und heb dein Becken angenehm weit nach oben hoch. Die Schulterbrücke aktiviert die gesamte Rückseite deines Körpers. Das kannst du gut spüren, die Kraft der Rückseite. Wir nutzen sie, um den Rücken zu stärken, aber auch um die Beinrückseite aus der Dehnung wieder zu entspannen und zu zentrieren. Die Vorderseite weitet sich und streckt sich. Atme hier hin in die Vorderseite. Atme dein Brustbein immer wieder nach oben. Und finde eine gute Balance aus Anspannung und Entspannung. Ja, vielleicht kannst du das Gesicht entspannen. Die Atmung harmonischer und gleichmäßiger gestalten. Und immer wieder ganz bei dir bleiben, ganz präsent mit dem Geist. Als gäbe es nichts wichtiger für diese Zeit als dich auf deiner Yogamatte. Oh, noch 2, 3 Atemzyklen hier. Dann bring erst die Arme an die Ränder deiner Yogamatte zurück, zieh dann die Schultern nach außen. Und roll den Rücken wieder zum Boden ab. Voilà, wenn das Becken angekommen ist, dann kannst du gut fühlen, wie Entspannung entsteht, die Muskulatur Spannung löst, durchlässig wird, die Atmung sich wieder verfeinert. Und dann breite die Arme zur Seite aus, leg die Arme locker ab, entspann die Schultern und dann beginn mit den Beinen nach rechts und links zu schwingen. Finde ja auch einen guten Modus, nicht super schnell, es kommt nicht auf die Schnelligkeit oder die Anzahl an. Mache es so, dass du dich wohlfühlst. Ich finde das genau richtige Tempo. Und wenn du möchtest, dann lass den Kopf entgegengesetzt mitschwingen. Dann kann deine gesamte Wirbelsäule sich gut durchbewegen. Dann wird der gesamte Rücken geschmeidig. Ja, noch 2 Mal pro Seite. Ja,
Gott. Dann komm in die Mitte zurück. Greif mit beiden Händen dein linkes Knie. Streck dein rechtes Bein nach oben aus und baue hier Schwung auf, um dich hochzuschwingen. Und wechsel mit mir in den Vierfüßler. Gut, dann komm im Vierfüßler hier an. Räkel dich bitte also durch den gesamten Rücken hindurch, sodass sich das wohl anfühlt. Du wirklich schöne Bewegungen zelebrieren kannst, die genau dorthin fließen dürfen, wo sich das jetzt wunderbar, schön und stimmig anfühlt. Gut, dann komm in den Vierfüßler zurück, roll dich im Katzenbuckel ein, saug den Bauchnabel hoch, heb die Flanken hoch, heb dich aus den Schultern heraus, drück die Hände nach unten, roll den Kopf ein und dann gleite in den Pferderücken hinein, tauch mit der Wirbelsäule ein, heb dein Brustbein an, heb den Blick nach vorn. Wenn du ausatmest, komm in den Katzenbuckel. Wenn du einatmest, gleite in den Pferderücken und mach das noch 3, 4 Runden. Finde hier eine gute Balance aus Bewegung und Ruhe. Also nicht super ruhig werden, aber auch nicht super schnell werden. Ich finde so diese gute Mitte, sodass die Atmung einfach sich froh, sich frei anfühlt. Und sich ein- und ausatmen harmonisieren. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann komm zurück in den Vierfüßler. Spreiz die Finger auf, bring die Fingergrundgelenke mit mehr Gewicht in den Boden. Ich möchte mit dir kurz die Knie heben. Du kannst dafür, wenn du die Fußrücken aufdehnen möchtest, die Füße flach am Boden lassen, die Fußrücken nach unten drücken. Oder wenn die Dehnung dann sehr intensiv wird, einfach auch die Füße aufstellen. Beides ist möglich. Ich zeige es mal mit abgelegten Füßen. Gut, atme aus, saug den Bauchnabel ein, zieh die Knie ein kleines Stück nach oben hoch und verweile hier. Wie gesagt, wenn das zu viel für die Fußrücken ist, dann komm nochmal zurück, stell die Füße auf und heb die Knie wieder an. Drück die Hände in den Boden, heb dich zwischen den Schultern nach oben raus und nochmal ausatmen, in den Katzenbuckel einrollen, einatmen zum Pferderücken gleiten. Hier auch noch 3, 4 Runden. Finde jetzt die gute Kombination aus Spannung im Körper und Entspannung im Geist. Ja, versuche nicht dieses Angestrengte mit in dein inneres Empfinden, in deinen inneren Zustand zu nehmen, sondern versuch deine Entspannung zu finden. Eine Runde noch. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann bringst du die Knie zum Boden wieder zurück. Gut, atme freier, beweg dich nochmal ganz locker durch. Und schüttel abwechselnd die Hände aus, sodass du die Handgelenke angenehm wieder regenerieren kannst. Dann komm zurück in den Vierfüßler und in die Position des Kindes. Schieb dafür dein Gesäß Richtung Fersen. Leg dich auf die Oberschenkel. Lass die Stirn Richtung Erde gleiten und die Hände nach vorne. Spreiz die Finger wieder auf. Krabbel mal dem rechten Arm mit den rechten Fingerspitzen weiter weg und spür die rechte Flanke, die sich dehnt, während die rechte Hüfte zurückschiebt. Dann krabbel mit der linken Hand auch nach vorne, spür auch, wie die linke Seite sich aufspannt. Ganz lang wirst du und schiebst nochmal das Gesäß nach hinten im Ausatmen. Im Einatmen komm wieder hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Oh, dann verweile hier und finde Bewegungen. Besonders für die Beinrückseite. Dafür kannst du gern eine Ferse heben, die andere Ferse ganz tief schieben. Hier mal 2, 3 Atemzyklen verweilen, dass die Beinrückseite sich nochmal gut dehnt und Zeit dafür bekommt. Dann wechsel, senk die andere Ferse tief. Hier auch 2, 3 Atemzyklen bleiben. Dann hat die Muskulatur Zeit, sich zu entspannen und für die Dehnung bereit zu sein. Und dann schenkt ihr im Anschluss mal so ganz freie Bewegungen, dynamischere. Gerne mal durchreikeln, die Beine, das Becken, den Rücken, die Schultern, den Kopf, alles mal schön durchbewegen. Und dann finde mit kleiner werdenden Bewegungen letztlich eine Form, deinen abwärtsschauenden Hund. Komm hier an und vereine wieder Anspannung und Entspannung.
Du brauchst eine gewisse Anspannung in den Armen und Schultern, das ist klar. Aber andere Bereiche können sich entspannen. Die Beinrückseiten, wenn du die Fersen nochmal weich sinken lässt. Dein Gesicht, wenn die Stirn glatt wird. Deine Atmung, wenn du sie verfeinerst und gleichmäßiger werden lässt. Ja, nochmal 3, 4 Atemzyklen. Auch den Geist entspannen, immer wieder präsent werden, bei dir selbst ankommen. Mit dem Einatmen dann nach vorne in den hohen Liegestütz gleiten, ausatmen, Bauchnabel einsaugen, zurückschieben zum abwärts schauenden Hund. Nochmal einatmen, nach vorne in den hohen Liegestütz rollen, streck dich ganz lang, ausatmen, Bauchnabel einsaugen, schieb dich zurück in den Hund. Letzte Runde, einatmen, nach vorne in den hohen Liegestütz fließen, bleib hier. Schieb die Fersen zurück und zieh den Scheitel nach vorn. Drück die Hände nach unten. Schieb dich zwischen den Schulterblättern weit nach oben raus. Nochmal hier 3, 4 Atemzyklen. Finde die Balance zwischen Anspannung im Körper und Entspannung in der Atmung und im Geist. Versuch nicht nur in die Spannung zu gehen mit der Atmung und dem Körper, ja, sondern auch aus der Spannung des Körpers tiefer zu atmen, die Atmung zu befreien. Nicht alles hier muss angespannt sein. Nochmal ein tiefer Einatemzug, ausatmen, schieb dich ein Stück nach vorne und leg dich langsam ab, die Ellenbogen nah an den Körper bringen. Gut, nochmal die Schultern locker durchbewegen. Okay, gut. Jetzt stell die Hände ein klein bisschen nach hinten, unter die Ellenbogen. Drück die rechte Hand in den Boden und schraub dich langsam nach rechts auf. Der Blick Richtung Schulter. Ausatmen, in die Bauchlage zurücklegen. Einatmen, linke Hand in den Boden drücken, aufdrehen im Oberkörper, Blick Richtung Schulter. Ausatmen zur Bauchlage. Noch zweimal pro Seite. Auch hier im eigenen Fluss, sodass es dem Rücken gut geht. Atmen und bewegen miteinander. Und wenn du aus der linken Seite zurückkommst, dann bleibst du in der Bauchlage, schiebst dein Steißbein nach hinten, rollst die Schultern über oben nach hinten, ziehst dein Brustbein nach vorn hoch für die Cobra, für diese Rückbeuge und schleifst ein bisschen die Hände nach hinten und zieh dich weiter nach vorn hoch, atme nochmal ein und ausatmen, ganz viel Körperspannung aufbauen, zurück in den abwärts schauenden Hund schieben. Einatmen, die Knie senken, in den Katzenbuckel und den Pferderücken glatten. Ausatmen zur Position des Kindes. Hier mal einen Moment bleiben, die Handrücken wieder zum Boden bringen. Mal die Hände, Handgelenk und Finger locker durchbewegen. In der Zeit die Atmung verfeinern, vertiefen. Dann bring die Hände zurück zur Yogamatte, krabbel wieder mit beiden Fingern, beiden Händen mit den Fingern nach vorn und schieb gleichzeitig dein Gesäß zurück. Einatmen, komm hoch in den Katzenbuckel, in den Pferderücken, ausatmen zum abwärts schauenden Hund. Gut, beide Hände schieben in den Boden nach unten, die Hüfte ziehst du hoch, die Fersen senken tiefer. Jetzt drück die rechte Hand deutlich in den Boden und heb das rechte Bein nach hinten hoch. Schieb die rechte Ferse weit weg, schieb dich in die Länge, rechte Seite ganz lang, linke Ferse schiebst du aktiv Richtung Boden, verweil hier 2, 3 Atemzyklen in der Länge. Bleib bei dir mit der Aufmerksamkeit. Einatmen, nochmal strecken, ausatmen, dein rechtes Knie zum rechten Oberarm, Bauchnabel einsaugen, Schultern nach vorn bringen, einatmen, zurück in diesen einbeinigen Hund, ausatmen, rechtes Knie zum rechten Unterarm, einatmen, zurück, einbeiniger Hund, ausatmen, rechtes Knie zum linken Unterarm, Bauchnabel einsaugen, einatmen, zurück in den Hund. Ausatmen, rechtes Knie zum linken Oberarm, Schultern nach vorn, Bauchnabel einsaugen, einatmen, zurück, abwärts schauender Hund. Ausatmen, rechtes Knie zur Nasenspitze, bleib hier, werde rund im Rücken, atme dorthin ein, ausatmen, rechten Fuß ganz in Ruhe zwischen die Hände aufsetzen. Okay,
Der rechte Fuß ein bisschen nach außen, vielleicht so eine maximale Fußbreite nach außen. Dann drück den rechten Fuß in den Boden. Du drückst so sehr, dass die Hände leicht werden, sich sogar vom Boden lösen können. Ja, dann spür die Kraft der Beine. Bleib am Oberschenkel. Und wenn du einatmest, dann streck die Arme nach vorn, zieh dich lang. Wenn du ausatmest, dann schwing die Arme nach hinten. Mach das für dich weiter. Auch hier in Ruhe, fast meditativ. Mit einer guten Präsenz nach innen zu dir selber. Einer fließenden Atmung. Nochmal zwei Runden. Und wenn du das nächste Mal dann einatmest, dann schwingen die Arme langsam hoch, richte dich auf in die erste Heldenposition und ausatmen, bring für einen Moment die Hände an die Hüfte. Wenn diese Schrittstellung jetzt sehr weit ist, dann hol ruhig einen Fuß ein bisschen näher heran. Mach es nicht ganz so weit. Gut, idealerweise sind die Füße mindestens hüftbreit auseinander. Du kannst das hintere Knie leicht beugen, den Steiß nach unten schieben, dann ist der untere Rücken lang. Auch das vordere Knie angenehm beugen. Gut, dann setz nochmal mit dem Ausatmen den Becken zwischen die Oberschenkel tiefer und bring mit dem Einatmen die Arme nach oben. Wenn du ausatmest, dann definier die Mitte deines Körpers. Du schließt den Beckenboden weich, saugst den Bauchnabel ein und wenn du einatmest, dann streckst du dich von dort mit den Flanken nochmal hoch. Ja, immer ausatmen, die Körpermitte aktivieren, einatmen, strecken. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann komm zurück an den Oberschenkel. Bleib hier, atme, breite die Arme zur Seite aus. Wir gehen jetzt in die dritte Heldenposition. Dafür ist dein rechter Fuß dein Standfuß. Zieh den linken, den hinteren Fuß nochmal ein Stück ran. Der Blick nach unten und jetzt ganz langsam, ganz aufmerksam. Rechten Fuß in den Boden drücken, 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 drücken. Das linke Bein langsam heben. Standbein strecken, vielleicht durchstrecken, vielleicht sanft anbeugen. Schieb die linke Ferse von dir weg. Stell den Widerstand vor, den du wegdrückst. Zieh den Scheitel nach vorn. Atme weiter. Finde eine gute Balance, guter Mix aus Ruhe und Lebendigkeit. Beides tut dir gut, beides brauchst du. Und wenn du dann einatmest, dann komm langsam hoch. Greif dein linkes Knie, zieh es hoch an den Brustkorb. Und ausatmen, drück den rechten Fuß in den Boden. Immer kurz verweilen, finde Halt an dir selber. Dann drück den rechten Fuß in den Boden nach unten, wachs dann nach oben hoch. Gut, jetzt greif mit der rechten Hand dein Knie, bring den linken Arm zur Seite, dreh dich langsam nach links auf. Lass dir Zeit, der ganzen Ruhe, der Blick zur Seite oder dem Arm nach hinten folgen. Finde wieder die Balance, das braucht zwei Eigenschaften, Stabilität und Lebendigkeit. Vereinen beides. Finde die Atmung und dann dreh dich langsam wieder zurück. Mal das Knie greifen, hochziehen. Jetzt stützt die Hände an den Flanken auf oder an Hüftbereich. Wir gehen wieder zurück in den dritten Held, das rechte Knie leicht beugen. Schieb dann ganz langsam den linken Fuß wieder nach hinten, schieb dann Widerstand weg. Komm zurück in diese Standwaage, nochmal lang werden. Atmen, die Arme wieder strecken nach hinten oder für eine bessere Balance zur Seite oder für mehr Kraft nach vorn. Jetzt ganz langsam ein großer, großer Ausfallschritt nach hinten. Einatmen zurück, die erste Heldenposition. Ausatmen, an den Oberschenkel anlehnen. Bleib hier, atme ein, zieh dich auseinander zwischen hinteren Fersen und Fingerspitzen. Und dann atme aus, bring die Hände zum Boden, schwing dich zurück in den Hund. Einatmen, senkt die Knie, der Katzenbuckel, der Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Wenn wir ganz am Boden ankommen, ein bisschen durchatmen.
Atme in den Rücken. Und dann bring beide Hände wieder nach vorn. Krabbel mit den Fingern nach vorn. Streck dich lang. Wir brauchen diese Länge in diesen Balance-Sequenzen. Becken schiebst du Richtung Fersen. Atme nochmal aus. Einatmen, schwing dich hoch. Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, ein Vinyasa, der hohe Liegestütz. Ausatmen, langsam nach vorn schieben und langsam ablegen. Einatmen, die Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Lande hier, komm hier an in diesem Asana. Finde wieder Ruhe und doch auch Gelassenheit. So, dann drück die linke Hand in den Boden, heb dein linkes Bein nach hinten hoch, schieb die Ferse gegen einen Widerstand weg. Das ist jetzt schon die Haltung, die wir nachher gleich wieder in dieser Standwaage haben werden. Linke Ferse drückt einen Widerstand weg, rechte Ferse schiebt tiefer Richtung Boden. Mal einatmen, strecken. Ausatmen, linkes Knie zum linken Oberarm, Bauchnabel einsaugen, Schultern vor. Einatmen, zurück. Einbeiniger Hund, ausatmen, linkes Knie zum linken Unterarm, mach das fast meditativ in dieser Kraft. Einatmen, schieb dich zurück, ausatmen, linkes Knie zum rechten Unterarm, Bauchnabel einsaugen, einatmen, zurück, einbeiniger Hund, ausatmen, linkes Knie zum rechten Oberarm, Schultern vor, Bauchnabel einsaugen, einatmen, zurück, einbeiniger Hund. Ausatmen, linkes Knie zur Nasenspitze, Schultern vor, einatmen, Rücken runden und aufplustern. Ausatmen, linker Fuß weich nach vorn und aufsetzen. Wieder eine Fußbreite nach außen kommen. Den Fuß so in den Boden drücken, so viel Kraft in den Boden, dass die Hände den Boden verlassen dürfen. Bei Schultern lockern, Handgelenke entspannen. Bleib am Oberschenkel, atme ein, streck dich nach vorn mit den Armen. Atme aus, schwing die Arme nach hinten und mach das für dich. So ein guter Modus, Ruhe und Bewegung vereinst du. Einatmen und Ausatmen wird harmonisch, ist ausbalanciert. Die Aufmerksamkeit ganz bei dir. Noch zweimal. Schön tief atmen. Gut, wenn du das nächste Mal einatmest, dann schwing dich langsam hoch, linken Fuß in den Boden drücken, zieh dich hoch, 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 hoch und bring ausatmen, mal kurz die Hände an die Hüfte. Auch hier, wenn die Schrittstellung sehr lang ist, dann hol wieder einen Fuß ein Stück heran. Gut, die Füße etwas mehr als hüftbreit, hinteres Bein leicht gebeugt, Steiß schiebst du nach unten, Bauchnabel saugst du sanft nach innen. Beckenboden schließt du. Wenn du einatmest, dann lass den Brustkorb weich und leicht aufsteigen. Heb dann auch die Arme nach oben. Wenn du ausatmest, lass nochmal das Becken zwischen den Oberschenkeln nach unten sinken. Oh, 3, 4 Atemzyklen hier. Vereine wieder Präsenz, Aufmerksamkeit, Ruhe und eine harmonische Atmung. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann lehn dich nach vorn an den Oberschenkel. Einatmen, breite die Arme aus. Ausatmen, hol den hinteren Fuß langsam nach vorn. Drück den Standfuß in den Boden und komm in diese Standwaage hoch. Schieb die hintere Ferse weit von dir weg gegen einen Widerstand nach hinten. Zieh den Scheitel nach vorn. Bauchnabel einsaugen. Einatmen, strecken und wachsen. Ausatmen, Kraft und Zentrierung finden. Immer noch harmonisch atmen. Okay, langsam aufrichten, wenn du einatmest. Greif dein rechtes Knie. Finde Halt an dir selbst. Ausatmen, linker Fuß nach unten drücken, in den Boden stemmen. Einatmen, mit dem Brustkorb zwischen den Schultern aufsteigen. Atme ruhiger. Fokussier dich wieder. Linke Hand zum Knie. Rechten Arm über die Seite, dreh dich langsam nach rechts.
der Blick zur Seite oder nach hinten. Immer wieder der Atmung lauschen. Die Balance finden. Das braucht zwei Eigenschaften, Stabilität und Lebendigkeit. Wenn eins nicht mehr funktioniert, funktioniert meist auch die Balance nicht mehr. Steh stabil, gut geerdet und auch frei. Und wenn du dann wieder ausatmest, dann bring die rechte Hand wieder nach vorn zum Knie. Atme ein, heb dich mit dem Brustkorb hoch. Und ausatmend langsam den Weg zurück. Atme dann ein, breite die Arme entweder zur Seite aus oder bring sie nach vorn. Immer wieder ausatmen, die Mitte stärken. Einatmen, wachsen. Mit dem nächsten Ausatmen ein langsamer Ausfallschritt zurück, mal so ganz langsam wie möglich. Einatmen, in die erste Heldenposition auftauchen. Ausatmen, hier kurz ankommen. Becken sinken lassen. Nochmal einatmen, die Flanken nach oben ziehen. Ausatmen, komm an den Oberschenkel nach vorn. Einatmen, zieh dich auseinander. Schieb die Ferse nach hinten, zieh die Fingerspitzen nach vorn. Ausatmen, bring die Hände zum Boden. Schwing dich zurück in den Hund. Einatmen, die Knie absenken, in den Katzenbuckel gleiten. Und zum Pferderücken übergehen. Ausatmend in das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel. Der Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Was ein schöner, ruhiger Vinyasa. Einatmen in den Liegestütz. Ausatmen, ein bisschen weiter vorschieben, langsam ablegen. Einatmen, in die Kobra gleiten. Zurück in die Bauchlage, wenn du ausatmest. Nochmal einatmend in die Kobra auftauchen. Füße schieben nach hinten, Brustbein zieht nach vorn. Ausatmen, leg dich langsam wieder tiefer. Und dann komm mit den Unterarmen nach vorn, komm in die Sphinx. Die Ellenbogen entweder unter die Schultern, das wäre die maximale Variante. Oder wenn es im unteren Rücken ein bisschen weniger Spannung sein dürfte, dann kannst du mit den Händen weiter nach vorn die Ellenbogen ein Stück vor die Schultern aufsetzen. Okay, dann lass dich für die nächsten Momente in diese passive Rückbeuge hineinsinken. Nochmal tief durchatmen, ganz tief einatmen und tief wieder ausatmen. Und dann gib die Atmung frei. Lass ihren eigenen Rhythmus finden. Die wird sich jetzt beruhigen. Auch die Muskulatur wird sich mehr und mehr entspannen, wird durchlässig werden. Und falls du jetzt beobachtest, dass der Geist schon wieder eine Aufgabe braucht oder ganz woanders ankommt, dann führ ihn immer wieder zu dir zurück. Gut ist es dann oder hilfreich ist es, wenn du dem Geist eine Aufgabe gibst, beispielsweise das Beobachten deiner Atmung. Dann bist du immer wieder bei dir. Die Atmung führt dich zurück zu dir selbst. Der Geist hat die Aufgabe, die Atmung zu beobachten. Und wenn er sich darauf einlässt, dann wird er ruhiger werden und präsenter und klarer werden. Wir gehen zurück in die Bauchlage, mach dafür mit den Händen eine Art Kissen für eine Wange deiner Wahl oder für die Stirn. Lass die Atmung tiefer in den Rücken strömen, besonders hin zum unteren Rücken. Und dann stützt beide Hände an den Seiten wieder auf, schieb dich zurück in den Vierfüßler. Nutze nochmal so schöne kleine Wohlfühlbewegungen, um die ersten Spannungen aus dem Rücken herauszuarbeiten.
Okay, dann wechsel bitte in die Rückenlage. Du brauchst nochmal Platz vor und hinter dir, einerseits um die Beine abzulegen. Dann streckst du die Füße aus, streckst die Zehenspitzen von dir weg. Andererseits bringst du die Arme nach hinten, legst sie hinter dir ab, verschränkst die Daumen und streck dich über die Fingerspitzen nach hinten. Atme dann ein, zieh dich ganz lang, zieh dich auseinander. Alle Fasern, die wir zentrierten, ziehst du lang und entspannst dich im Ausatmen in allen Fasern deines Körpers. Nochmal einatmen, zieh dich auseinander. Schaff ganz viel Länge zwischen den Fingerspitzen und den Fußzehen. Ausatmen, entspann dich in die Größe und nochmal eine Runde. Einatmen, langrecken, werd noch größer, als dein Körper es sein könnte. Streck dich noch mehr und entspann im Ausatmen. Breite die Arme zur Seite aus, kuschel die Schultern in den Boden. Stell den einen Fuß nach dem anderen auf. Verschränk ein Bein über das andere, sodass die Oberschenkel sich kreuzen. Dann beginn nach rechts und links zu schwingen. Schön weich und sanft. Auch das tut dem Rumpf gut, der uns stabilisiert in dieser Yoga-Übung. Lass gern den Kopf entgegengesetzt mitgleiten und verwöhne dich. Finde eine Wohlfühlbewegung. Ja, genau den richtigen Ausgleich zwischen Bewegung und ruhigen Momenten. Es kommt also nicht auf das Tempo an oder Schnelligkeit, sondern eher darauf, dass du das Ganze in Ruhe machst. In Ruhe kannst du Dinge viel besser spüren und wahrnehmen. Okay. Dann, wenn du in der Mitte angekommen bist, dann leg das andere Bein über, du bekreuzt den anderen Oberschenkel und machst weiter. Dieses Pendel nach rechts und links. Spür dabei den Rücken, der sich verschraubt. Mach es wirklich angenehm. Das hilft dir, um Spannungen zu lösen, um geschmeidig zu werden. Gut, dann kommen wieder zurück zur Mitte. Zieh die Knie zu dir heran und schwing nach rechts und links. Da hast du eine schöne Massage für den unteren Rücken. Komm hier auch wieder zur Mitte, greif dir deine Knie einzeln, sodass jede Hand zu ihrem Knie greifen kann. Und wenn du dann wieder einatmest, dann schieb das Paket der Beine ein Stück nach vorn. Wenn du ausatmest, dann zieh deine Knie an den Oberkörper heran. Mach das im Atemfluss für dich weiter. Und zwar in dem Modus, sodass die Atmung dich führt. Das ist nicht wie eine Luftpumpe, in der die Bewegung über die Atmung bestimmt, sondern genau andersrum. Du wartest, bis der Atemimpuls entsteht und folgst dann mit der Bewegung. Finde hier auch eine gute Balance zwischen Einatmen und Ausatmen. Beides darf sich harmonisieren, sodass der Atemfluss insgesamt gleichmäßiger wird. Dass die Atmung sich harmonisiert. Und so wird auch der Geist sich harmonisieren. Findet eine gute Mitte, einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung. Gut, dann greif nochmal die Knie insgesamt, umarm dich insgesamt.
Das ist ein wunderbarer Moment ganz für dich. Und dann greif dein rechtes Knie mit beiden Händen, streck dein linkes Bein nach oben, hol Schwung und komm wieder zum Sitz nach oben zurück. Lass uns nochmal für ein paar Minuten im Sitz landen. Und wenn du deinen Wohlfühlsitz gefunden hast, dann erlaub den Augen, dass sie sich wieder schließen können. Wenn du sie schließt, dann sanft und liebevoll. Es ist ein sehr schöner Moment, mal ganz bei dir mit geschlossenen Augen anzukommen. Denn dadurch sind nicht mehr alle Sinne nach außen in die Umwelt orientiert. Du kannst dich besser auf dich selber fokussieren, wenn die Augen sich schließen und die Umgebung sich ausblendet. Und dadurch wieder dieses Pendel zurückgeben, das wir normalerweise immer nach außen in die Umwelt abgeben. Ja, alle Sinne sind ja immer nach außen orientiert. Und jetzt können wir wieder zurückgehen nach innen zu uns selbst. Um mit mehr Präsenz und Aufmerksamkeit uns selbst wahrzunehmen. Und dich zu spüren. Selbst hier im Sitz findet sich noch das Thema der Balance wieder auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Einerseits über die Orientierung deines Sitzes. Du kannst da gern mal ganz klein wenig dich nach hinten und nach vorn anlehnen mit dem Oberkörper. Wie ein kleines Pendel. Und wenn du die Aufmerksamkeit zum Beckenbereich bringst, dann spürst du, wie dort das Gewicht sich nach hinten und vorn jeweils verlagert. Probier dann, wenn die Pendelbewegungen kleiner werden, genau die Mitte zu entdecken. Genau in der Mitte kommst du an, in der Mitte des Beckens. Ja, so hast du einen ausbalancierten Sitz. Bist weder nach hinten noch nach vorn geneigt. Das Ganze ging auch nach rechts und links. Da ruhig mal nach rechts und links pendeln. Spüre auch, wie das Gewicht sich nach rechts und links auf dem Becken verlagert. Bewegungen kleiner werden zu lassen und genau die Mitte zu finden zwischen rechts und links. Komm hier an, zwischen rechts und links und vorne und hinten mit dem Gewicht auf dem Becken. Genau mittig. Jetzt ist die Wirbelsäule im Lot nach oben aufgerichtet. Finde genau die richtige Körperspannung, um dich bequem aufzurichten. Nicht zu viel, dann wird die Muskulatur fest. Nicht zu wenig, dann sinkst du zusammen. Auch das ist ein Austarieren der Körperspannung. Finde genau das richtige Maß, um dich in dieser Größe und Aufrichtung zu entspannen. Und dann wende dich nach dieser körperlichen Ausrichtung deine Atmung wieder zu. Beobachte, wohin sie jetzt fließt, in welche Atemräume. Und atme da gerne ganz in Ruhe hin, mit einer ruhigen, feinen Atmung. Das Beobachten schenkt dem Geist mit etwas Übung mehr Ruhe. An manchen Tagen geht das sehr gut, an manchen braucht es eine Weile. Aber die Atmung führt im Laufe der Zeit den Geist zu mehr Ruhe. Da du die Atmung beobachtest, bist du automatisch bei dir selbst. Die Atmung führt dich auch nach innen, in die innere Ruhe. Und über das Wahrnehmen deiner Atmung öffnet sich ein innerer Raum der Ruhe. Ganz tief in dir selbst. Ein Ort der Ruhe. Und diesen Weg zu diesem inneren Ort, den können wir nicht mit dem Verstand gehen, nicht mit dem Willen, den können wir nur über die Atmung beschreiten, die uns dorthin trägt.
Ort in dir, der gelöst ist von den äußeren Eindrücken und Einflüssen. Der ist unabhängig davon. Auch wenn der Alltag beschleunigt ist, herausfordert, auch wenn alles um uns herum wirbelt, ist trotzdem dieser tiefe innere Ort der Stille und Ruhe immer in dir. Der ist unabhängig von außen. Der ist immer da. Atmen den Geist hin zu diesem Ort der Stille, der Ruhe, der inneren Kraft und Stärke. Und mit dem Wissen, dass es diesen Ort in dir gibt, bleibt diese Essenz, diese Stärke, diese Ruhe, das bleibt erhalten, auch wenn wir die Aufmerksamkeit dann wieder zurückbringen nach außen, auch wenn die Welt um uns herum ist, wie sie ist und in der Moderne durch Beschleunigung, Herausforderung und Schnelllebigkeit gekennzeichnet ist. Trotzdem kannst du immer wieder auf dich vertrauen. Es gibt diesen tiefen inneren Ort der Stille und Kraft, ein Ort der Selbstbestimmtheit, um aus diesem Quell, diese Essenz zu schöpfen. Und so wünsche ich dir, dass du, wenn du es brauchst, im Alltag immer wieder dir Zeit nimmst, mal durchzuatmen, diesen inneren Kern zu entdecken, der dich trägt, der dich nährt, der dich begleitet und stützt. Sodass du das immer wieder auch im Alltag nutzen kannst. Gleichwohl die Aufmerksamkeit wieder zu dir selbst, zu deinem Körper, zu dem Sitz, in dem du jetzt bist. Spür auch den Raum, der dich umgibt. Und dann bringen hier die Hände vor dem Herz zueinander. Und lass uns gemeinsam mit dieser Geste uns aus dieser Yoga-Praxis verabschieden. Dafür bitte ich dich beim nächsten Mal tiefer auszuatmen. Wenn du dann einatmest, dann breite die Arme aus, schwing sie über die Seite nach oben, über den Kopf. Ausatmen, bringst du die Hände zueinander, führst sie vor die Stirn, dann vor den Mund und zurück vor den Herz. Beginn nochmal, einatmen, die Arme auszubreiten, über die Seite nach oben zu bringen und ausatmen, die Hände zueinander zu führen und Schritt für Schritt zum Herz zurückzubringen. Wenn du möchtest, wenn es sich gut anfühlt, dann verneig dich vor dir selbst, für dich selbst, mit einem Danke für die Zeit und das Vertrauen, das du dir schenktest und mir auch gabst. Und wenn du dich wieder aufrichtest, dann lass uns gemeinsam die Augen wieder öffnen. Ich danke dir, dass du ein Teil dieser gemeinsamen Yogastunde heute warst. Ich wünsche dir viel Kraft, Energie und Ruhe für die Wege, die vor dir liegen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen beim nächsten Mal. Bis dahin herzlichen Dank und Namaste.